Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Runde Dungeon Keeper 2. Wir schauen uns mal an, was unsere Weltmap sagt und wo wir als nächstes hin müssen. Und dafür setzen wir hier mal die Kampagne fort. There are rumors of a dark uprising in the land of Fluttershine. Apparently Keeper Carrion feels he is close to locating the Dark Angel's temple. You must move faster if we are to prevail. Ja, der Tempel der Schwarzen Engel, da müssen wir später auch noch hin, aber erstmal müssen wir in dieses sehr weit westlich gelegene Land. Peachtree. Great news, Keeper. You have grown so strong. Horny himself has decided that time is right to join with you at the forefront of battle. The land of Peachtree flows with magical energy. To summon your great ally, you must capture Lord Tiberius's mana vaults. These will provide you with all the power your black heart craves. Ja, den vierten Teil des Horny-Talismans haben wir ja schon im letzten Level gefunden. Und jetzt können wir Horny selbst jederzeit beschwören. Your evil stench offends my nose. This fragrant land rejects you. I'll make sure of that. Magic door. Ja, die Mana-Quellen, die werden you hier have sehr power wichtig enough werden. To summon Horny when you wish, but when you do, the mana cost is great. So find and claim the mana vaults which lie within this realm. And then, he's yours to call on and unleash to slay the cowardly but well-defended lord. Und hier müssen wir jetzt ein bisschen schneller arbeiten, weil wir weder wenig Platz noch wenig Zeit haben. Von hier hinten kommen später die Helden. Hier hinten ist auch noch ein Gang, aber der ist kein Problem. Und hier hinten müssen wir mal kurz mit dem Imp hin. Da haben wir nämlich noch ein bisschen Gold, was wir hier aus der Wand holen müssen. Na, komm her, Brücke. So. Und jetzt müssen wir halt erstmal gucken, dass wir ein paar mehr Imps bekommen. Und anschließend können wir unser Mana dazu nutzen, um Horny zu beschwören. Kostet allerdings auch extrem viel. Du fängst schon mal an zu erobern. Du holst das letzte Gold da weg. Dann kann ich hier die Brücke wieder verkaufen. Und auf der anderen Seite machen wir das gleich auch so. Allerdings sollten wir hier jetzt auf der anderen Seite weitermachen. Wir brauchen jetzt als allererstes mal einen Schlafsaal. Ich glaube, den setze ich aber hier hin. Dann brauchen wir hinten, ich baue hier mal eine Bibliothek hin. So sollte reichen. Hier brechen wir auch mal durch. Dann brauchen wir hier eine Hühnerfarm. Wie machen wir das denn jetzt am blödesten? Wir brauchen auf jeden Fall auch noch ein Gefängnis und eine Folterkammer erobern. Ja, ich weiß. Den Schlafsaal setze ich dahin. Dann eine Folterkammer. Die setzen wir einfach mal hier an die Wand, wenn wir genug Gold hätten. Jetzt brauchen wir Gold. Jede Menge Gold. Das holen wir uns hier hinten mal weg. Eure Aufgabe ist es, da das Gold abzubauen. Schön abbauen. Dann können wir die Brücke nämlich schnell wieder verkaufen, bevor die uns verbrennt. Holzbrücken sind nicht ganz so haltbar, aber da muss auch nichts halten. Wir brauchen lediglich das Gold da hinten weg. Ich verkaufe mal den Part hier. Dann können wir hier hinten noch einen Imp beschwören, der uns da ein bisschen was an Land erobert. Du machst da weiter und ich brauche einen größeren Schlafsaal. Gut. Bauen wir den aus. Wir brauchen dringend die Folterkammer. So, dafür ist gerade genug Gold da.
du verstärkst da die Wände. Dann kriegen wir auch so bald wie möglich eiserne Jungfrauen. Weil die sind für die Frontlinie extrem wichtig. Sehr gut, da ist die erste. Ich brauche jetzt eine Hühnerfarm. Die setze ich hier hin. Und dann brauche ich einen Trainingsraum, der kommt hier neben die Folterkammer. Das Gefängnis bauen wir später. Machen wir es erstmal so. Obwohl das hier... warte. Das bringt hier nichts. Da setzen wir lieber noch ein bisschen mehr Hühnerfarm hin. Und den Trainingsraum ziehen wir dann hier oben auf. Verstärkt wird. Hier kommt das Gold auch nochmal weg. Da verbrennt gerade die letzte Brücke. Habe ich leider nicht mehr drauf geachtet. Egal. Das gibt uns die Gelegenheit, hier so ein bisschen ungestört das Gold wegzuholen. You need a treasury to store gold. Brauche ich nicht. Das Feld da hinten brauchen wir nicht erobern. Du bringst uns das erste Gold da mal in die Schatzkammer. Das wir jetzt wieder brauchen werden. Your create imp spell has been upgraded. Haben wir hier hinten schon. Hier buddeln wir mal weiter. Und ich drehe erstmal die Map richtig. Du verstärkst. Der Schlafsaal. Können wir den... Eventuell machen wir den hier über Eck und dann setzen wir hier noch ein Gefängnis hin. Weil das bietet sich hier ganz gut an. Dann kann ich nämlich erstmal den Schlafsaal hier wieder verkaufen. Denn gerade in diesem Anfangsstadium sind Skelette ziemlich wichtig, weil die kostenlose Verstärkung für unsere Armee bedeuten. 3 Stück immerhin. Und die ersten Helden hier. Oh, guck, da kommen schon welche. Hier wird schon trainiert. Sehr gut. Und dann geht uns nämlich auch gleich das Gold aus und dann müssen wir hier oben weiter gucken. Dass wir da an mehr Gold kommen. Der Zwerg dürfte kein Problem für dich sein. Damit haben wir auch schon den ersten für unsere Folterkammer. Den machen wir erstmal. Ja, mach dir was, hier ist noch Platz. Damit haben wir den ersten... Oh, da kommt einiges. Den ersten Kandidaten für unser Gefängnis hier. Unser erstes Skelett. Und jetzt werde ich doch mal ein bisschen zaubern hier. Und zwar nehmen wir mal die Symbiose und räumen mit einer eisernen Jungfrau hier ein bisschen auf. Wenn unsere Kreaturen hier so ein bisschen K.O. gehen, macht das nichts. Die können wir nachher wieder im Schlafsaal aufpäppeln. Aber im Moment ist das hier tatsächlich am wichtigsten, dass wir hier ein bisschen aufräumen. Die Mönche heilen sich natürlich blöderweise ein bisschen. Das müssen wir gleich mal unterbinden hier. So, und schön auf die Mönche hauen. Heilt sich natürlich wieder voll. Da haben wir noch einen Zauberer als Feuerunterstützung. Sehr gut. Oh, diese Mönche sind so lästig mit den Heilen. Na schön. Machen wir das anders. Alle hier hin. A new species of creature has entered your dungeon. So, jetzt erschlag den Rest hier mal bitte. Und den da auch. Sehr gut, die Gefangenen werden weggebracht. Your prison is too small. You need a graveyard to store corpses. Ja, für einen Friedhof habe ich im Moment keinen Platz. Dann können wir hier mal ein paar Klapse verteilen, damit die ein bisschen schneller... The magic door, though not as strong as steel, na, lass das mal. Fireballs of flame ein bisschen schneller sterben. Ah, hier. Die magische Tür. Erfreulicherweise rennen die Imps nicht davor vorweg, weil es nicht als Falle gilt. Wir müssen hier durch. Wir müssen hier so schnell durch, weil uns das Gold ausgeht, dass wir können unsere Kreaturen bald nicht mehr bezahlen. Die ersten Skelette haben wir auch schon. Sehr gut.
Auch wenn die da verrotten, macht nichts. So, und dann schnell mal rein hier. Ich will diesen Raum unter Kontrolle wissen. So, bevor du da hinten K.O. gehst und ich die nicht wiederbekomme, hole ich die mal schnell raus da, so. Und guck, da kommt nämlich schon die nächste Heldenwelle. Gott sei Dank bin ich diesmal ein bisschen vorbereitet. Allerdings eben nicht so vorbereitet, dass ich jetzt alles wegschmeißen kann. Komm her. Komm her, komm her, komm her. Alle schön hier bleiben. A creature has died in your prison and is risen as a skeleton. Können wir hier schon mal da heilen? Some of your creatures are unable to get to the call to arms flag. Hier, die müssen wir nämlich mal ein bisschen heilen hier. Damit die eben an der Frontlinie bleiben. So, das war's. Die Geschichte. Und jetzt müssen wir schnellstmöglich hier die Gebiete erobern. Damit wir eben dieses Heldenportal hier ausschalten können. Wir bräuchten 30.000 Mana für den Tremor Spell, also den Bebenspell, damit wir hier die verstärkten Wände wegkriegen. Allerdings haben wir gerade nicht so viel. Tatsächlich ist Mana hier ein bisschen sehr rar gesät. Zumindest in der Anfangsphase, weil man eben nicht so viel Land hat. Dafür sind allerdings die Mana-Grüfte da, die man dann erobern kann, die, ich meine, 100 pro Gruft oben auf das Maximum draufgeben. Also 500 ist das Maximum plus 100 für jede Mana-Gruft. Und jetzt muss ich hier vielleicht... Ich hole nochmal ein, zwei Imps dazu, dass die hier schneller durchbuddeln. 4 Zauberer, 4 Eisenjungfrauen, 2 Salamander. Wir haben 11 Betten, das reicht im Moment noch. Wir haben 10 mögliche. Du kommst nochmal raus. Und hier brechen die Wände so langsam auseinander. Gut, beeilt euch bitte. You have claimed a mana vault. Und hier oben haben wir noch ein bisschen Gold, da müssen wir allerdings mit Brücken hin. Hier haben wir, ich glaube, da ist nichts mehr. Dafür nutze ich mal den Spell hier. Ah, da ist nichts mehr. Your minions need a larger training room. Einen größeren Trainingsraum kann ich mir im Moment nicht leisten. Ich nutze mal kurz den Salamander hier. Und werfe da einen Blick in das Gebiet. Auch wenn ich weiß, dass da nichts ist, ich weiß das ganz gerne aufgedeckt. Your Thunderbolt Spell has been upgraded. So. Beeilt euch, bevor die nächste Welle da rauskommt, will ich das hier gerne unter Kontrolle wissen. Ja, schön erobern da. Irgendwo ist hier noch eine abgehauen. Oh, das war zu langsam. You do not have enough gold to pay your creatures' wages. Genau das habe ich befürchtet, dass jetzt passiert. Wir sind komplett blank und müssen gucken, dass wir hier jetzt schnell wieder hinkommen. Eben an das Gold ran. You have taken over an enemy room. So. Damit wäre das erledigt. Ein Zugang der Helden ist ausgeschaltet. Los, komm hier. Die Skelette sind egal, die können wir ruhig verlieren. Alles andere, was hier stirbt, kann gerne hier auf dem Pfad liegen bleiben. Damit sind die Kreaturen einigermaßen sicher. Die können wir dann wieder zum Schlafsaal zurückschaffen. Der Mönch hat verloren. Jetzt weiß er es auch. Und die Imps können wir auch wieder freilassen. Jetzt müssen wir schleunigst hier wieder an Gold kommen. Ich
kann jetzt aber auch den Trainingsraum hier abreißen. Die ersten ein, zwei Level hat er gut erfüllt. Der Stuhl schockt sich gerade selbst. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir hier oben auch weiter erobern. Denn hier, guck mal, da ist nämlich noch Gold. Das brauchen wir dringend. Hier können wir raus. Die Brücken an sich kosten nicht viel. Und wenn wir die abreißen, kriegen wir sogar die Hälfte des Preises zurück. Und dadurch können wir hier doch so ein bisschen wieder an Gold kommen. Guck mal hier. Das ist doch ideal. Da hätten wir eventuell noch Platz für einen Raum, den wir allerdings im Moment nicht brauchen, weil wir kein Gold haben und auch sonst nicht irgendwie dazu in der Lage wären, andere, weitere Kreaturen zu bezahlen. Haben wir eigentlich, wo haben wir denn eigentlich mal einen vollständig geheilten Salamander? Wir haben doch drei, oder? Da rennt noch einer rum. Your possession spell has been upgraded. Schlaf dich mal aus. Wir brauchen außerdem hier, setz dich nochmal ein bisschen Schlafsaal hin. Und du schlaf dich auch mal aus. Und mit dem hier erkunden wir mal dieses Lavaland. Hier sind nämlich einige an Höhlen, die unserer Aufmerksamkeit würdig sind. Hier sind ein paar Fallen. Hier ebenfalls. Aha. Die Fallen sind ganz gut, um eine Imps davon abzuhalten, weiter vorzurücken. Die hier werden wir bei Zeiten mal zerstören, aber erstmal will ich hier hinten weiter gucken. Weil die Gänge hier bergen doch so das ein oder andere Geheimnis. Hier zum Beispiel nicht, aber hier hinten, da ist noch ein bisschen Gold. Und hier ist ein magischer Gegenstand. Guck mal an, da hat sich das Erkunden doch schon gelohnt. Was haben wir hier denn um die Ecke? Nichts. Nichts. A creature has died in your prison and has risen as a skeleton. Und hier? Nichts. You power enough to Don't abuse it. So summon Horny. Cast him near the stronghold to the north and east and savor the destruction that he reaps. Ja, Horny. Need a little help from time to time. I'm yours to call. But when I come, I come to kill. So make sure it's your enemies I slay. For if the fodder's insufficient and your minions block my way, I'll have their blood for breakfast. Your sight of evil spell has been ja, Horny ist so derjenige, den wir rufen, wenn wir absolut nichts mehr übrig lassen wollen. Der macht kompromisslos von Alter und Herkunft alles platt. Und sollte auch nur eher im Notfall beschworen werden, weil er doch ziemlich Mana-kostenintensiv ist. Das wollte ich jetzt nicht, das war die falsche Maustaste. Ich wollte eigentlich hier die Fallen kaputt machen. Dauert nur eben ein bisschen. Na komm, so. Das war eins. Jetzt nehmen wir uns die eine davor. Your Quarter-Arm spell has been upgraded. Weil die schießt gerade nicht auf uns. Die hält gerade die Imps ein bisschen auf Trab. Und die eine hier kann uns definitiv nicht platt machen. Dafür sind die Wächterfallen ein bisschen zu schwach im Schadensoutput. Außerdem kann man die relativ gut kiten. Drei Schläge, ein Schritt zur Seite. Drei Schläge, ein Schritt zur Seite, das passt ganz gut. Oh, guck mal, wer da kommt. Aua. Du gehst mal zurück. Da können wir dich heilen. Und alle kommen jetzt mal kurz. Na, die Hühnchen brauche ich nicht unbedingt. Komm jetzt mal kurz mit.
Da liegt noch einer. Das sind die Imps, die gerade verscheucht wurden. Angriff. Da kommt gerade wieder was rausgeschissen. Komm mal her. Das machen wir persönlich. Ja, wie konnte ich da daneben schlagen? Ja, bei so einer Übermacht kann man doch schon mal den Rückzug antreten, wenn man es denn schafft. Schön. Das hat funktioniert. Hier könnten wir mal... Ich mach da mal auf. Dann können wir da mal einen Blick reinwerfen mit dem Salamander. Apropos Salamander. Die rennen hier rum und tun nichts. Die kommen mal zurück zum Dungeon-Herz. Da liegt noch Gold. Sehr gut, da liegt Gold. Schatzkammer brauchen wir nur wirklich nicht. Dafür haben wir einfach ein bisschen wenig Gold. Und ich brauche mal... Ja komm, dich heile ich mal kurz hier drüben. Weil Mana haben wir jetzt inzwischen. Mana kriegen wir jetzt reichlich. Wir haben jetzt einige Mana-Grüfte und entsprechend Land erobert. Sodass wir Mana-technisch keine Sorgen mehr haben. Es geht nur noch um das Gold. Von alleine greifst du das Ganze nicht an. Na gut. Sonst hätte ich dich da mal kurz gelassen und mir einen anderen Salamander geholt, aber ich will hier nochmal kurz einen Blick entlang werfen. Aber hier scheint wohl nichts mehr zu sein. Dann kümmere ich mich mal schnell um die Tür hier hinten. Wobei, das ist eine Stahltür. Das dürfte also ein bisschen dauern, vor allem, weil wir nur Level 1 sind. Na gut, die Zeit nehmen wir uns jetzt gerade mal. Leider haben wir noch nichts wirklich, was unsere Goldvorräte aufstockt, außer das Gold, was da hinten noch ist. Wir können jetzt natürlich wieder den Trainingsraum errichten. Oh, guck mal, da ist ein Salamander hinter der Tür. Und ich glaube, den können wir für uns rekrutieren. Wir können leider nicht den Lebensbalken der Tür sehen, weil der irgendwo in der Decke ist. Aber ich hoffe, dass wir hier ein bisschen Schaden auf die Tür kriegen, dass wir gleich durch sind. Dann kann ich mich nämlich weiter um meinen Dungeon kümmern. Ah, endlich. Sehr gut. Hier haben wir Gold, einen magischen Gegenstand und auch eine Tür. Die bleibt jetzt aber mal verschlossen. Zwei Salamander, sehr gut. Dann kann ich jetzt, da ich wieder ein bisschen Gold habe, hier mal wieder den Trainingsraum hinbauen. Und dann hole ich hier hinten mal das Gold raus. Your minions need a larger training room. Und ich kann wieder meine Imps hier aufstocken. So 10 Stück habe ich immer ganz gerne dabei. It is payday. Eine Brücke hier rüber. Und dann kann ich hier hinten das Gold ohne Probleme rausholen. Ich markiere den Rest schon mal. Hier ist auch noch etwas. Ich glaube, da in dem Gang ist nichts mehr. Das sieht nur aus wie eine Sackgasse hier hinten. So, hier können wir die Brücke wieder verkaufen. Und dann machen wir uns auf zum nächsten Goldader. Beweg dich. Okay, dann beweg dich eben nicht. Das Gold nehmen wir natürlich hier gleich mal in die Hand. Wo denn jetzt schon wieder? Ach, hier kommt wieder jemand raus. Gut. Alle Imps mal kurz zu mir. Ihr könnt hier mal kurz bleiben. Und dann versammle ich wieder mal meine Kreaturen.
Diesmal per Handtransportation. Ich will natürlich nämlich alle bereit und schlagkräftig hier vor Ort haben. Wenn ihr hier auf die Gegner zurennt. Your creatures are unable to get to a prison. Ja, die Imps da oben. Das war eine erfrischende kleine Heldenwelle. Von unseren Kreaturen scheint dir niemand gefallen zu sein. Gut. Dann kann ich meine Imps hier mal wieder von der Insel runterholen. Ihr könnt euch offenbar nicht einig darüber werden, wer die Helden jetzt hier zum Schlafsaal schleppt, bis sie daran vorbei und ins Gefängnis wirft. Na gut, dann werde ich mal kurz hier hinten, ich glaube, ich hole mir dafür noch mal einen neuen Imp. Der soll mal hier die ganze Geschichte erobern. Your creatures are in awe of your talents. Ja, das sollten sie auch besser sein. I see you have discovered a magical item. I see you have discovered a magical item. So, Brücke wieder weg. I see you have discovered hier hinten ist immer noch die Wächterfalle. Ups. Dich hätte ich ja fast umgebracht. Ich werde dann hier nochmal ein bisschen Schlafsaal ergänzen. Für den Fall, dass... Ja, die sollte reichen hier. Damit werden wir mal kurz die Wächterfalle ausschalten. Na, komm her. Ja, jetzt schießt natürlich auch die magische Tür auf uns. Und da kommt gerade ein Wächter rausgescheißert. Komm mal mit hier um die Ecke. So, da kannst du dich mal hinlegen. Das war die. Und jetzt kümmern wir uns nochmal schnell um die magische Tür hier. Hält ein bisschen weniger aus als die Stahltüren. Aber eben auch doch noch ziemlich viel. Außerdem nerven die Feuerbälle so ein bisschen. Jetzt habe ich den Feuerball geblockt. Ich hatte gehofft, dass ich ein bisschen schneller zuschlage. Weil es kostet doch schon ein bisschen Zeit hier, durch die Tür zu brechen. So, jetzt sind wir da. Bevor du hier auf krumme Gedanken kommst, entledigen wir uns mal deiner. Und dann mache ich das hier, markiere ich das schon mal für den Abbruch und setze dann einmal ein Beben drauf, dass die verstärkten Wände da verschwinden. Und ich glaube, hier sollte ich mal kurz 2, 4, du bist gut genug, kurz die Wächterfallen ausschalten. Komm her, du Kanone, du. Aus dir mache ich Altmetall. Weil anhand der Goldhäufchen haben wir schon gesehen, dass da ein paar Imps abgeschossen wurden. Die erobern weiter und werden von der Wächterfalle eben nicht abgeschreckt. Einfach weil die zu weit weg sind, beziehungsweise nicht erreichbar sind. So. Das wäre das. Geschafft. Da kommt nochmal wieder eine Heldenwelle raus. Ich bringe die Imps mal wieder in Sicherheit. Es sind mittlerweile nur noch wieder 8. Und bevor die hier auf die falschen Gedanken kommen, kralle ich mir auch mal das Gold. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Alle ab in die Schlacht. So.
muss man euch ja sagen, wo der Feind ist. Gut, heilen muss ich nicht mehr. Der Rest wird alleine geschafft. Sehr gut. Bringt mal das Gold weg. Ihr habt doch jede Menge dabei, oder? Ja, guck mal, da ist die Schatzkammer rund ums Herz wieder gefüllt. Trainingsraum steht auch. Da können die noch ein bisschen leveln. Die Kreaturen. Du wirst geheilt. Und ich hole mir noch mal ein paar Imps hier. Ein Beben sollte genügen, dann ist die Geschichte auch weg. Und dann können wir hier mal eine Brücke hinbauen, dass wir auch, auch an diese Malergrifte rankommen. So, da liegt noch Gold im Wasser. Das nehme ich mal kurz so mit. You need a treasury to store gold. You have claimed a manor vault. Und jetzt brauchen wir tatsächlich eine Schatzkammer. The sacred manor vaults are now claimed yours. The heroes sense their death is nearing, so they gather here to make a last and futile stand. No, please, no. Don't let this fact be so. You have the sacred manor vaults. Now that's unfair advantage. So expect me not to come attack you. You'll have to come in here and get me. Ja. Taken over an enemy room. Das sollten wir hinkriegen. Was können wir hier hinten denn noch machen? Da ist noch ein bisschen Gold. A mistress has become unhappy because she hasn't been paid. Dann löst das Problem. Inzwischen habe ich ein bisschen Gold, mit dem ich arbeiten kann. Okay. Brauchen wir nicht unbedingt, aber ich nehme es mal mit, wenn es schon da ist. Reißen wir die Wände mal kurz ein. Das geht so einfacher tatsächlich. Auch wenn man es nicht sieht, die Wände sind ein bisschen angeschlagen. Hier unsere, bei unseren sieht man das, bei den gegnerischen Wänden eben nicht. Aber es dauert dementsprechend nicht mehr so lange, die einzureißen. Hier oben, wie kommen wir da am besten ran? Kommen wir, machen wir so hier. Einmal so. Ein, zwei, drei Imps dafür. Your creatures are unable to get to our treasury. Und dann könnt ihr den letzten Goldklumpen da nochmal rausholen. A creature has died in your prison and has risen as a skeleton. Damit wären wir wieder bei drei Skeletten. Da sind wir gleich am magischen Gegenstand. Gut. Und dann können wir hier unten mal durch die Tür brechen und gucken, was hier hinten noch ist. Wir haben jetzt zwar noch nicht alles erkundet, aber hier ist garantiert nichts mehr. Aber brauchen wir mal einen kurzen Salamander. Ja, Level 3 soll reichen. It is payday. Einmal durch die Tür, bitte. Auch wenn es lange dauert, es dauert länger, wenn wir jetzt hier eine Brücke bauen und die Wände einreißen. Daher nehme ich jetzt erstmal den hier. Und ich sehe da unten auf der Karte noch irgendwas in dem kleinen Nebengang, den wir da haben. Da muss ich gleich auch mal einen Blick reinwerfen. Weil irgendwas ist da noch. Vielleicht ein paar Helden, die sich nicht wagen, weiter vorzurücken. Ich glaube, was anderes kann es auch gar nicht sein, weil da ist nämlich ein Heldenportal. Guckt mal einer an. Hier sind noch zwei magische Gegenstände. Hier ist eine Wand, die wir durchbrechen können. Und hier ist nichts. Gut. Dann, was ist da denn? Guck mal einer an. Da sind ein paar Schurken, die darauf warten, geschlachtet zu werden.
Gegen diese Übermacht könnt ihr leider nichts tun. Da sind zu viele für euch und schon zu stark geworden. Selbst wenn ihr gekommen wärt, das hätte nichts gebracht. An meinem Dungeon-Herz wärt ihr sowieso so verstorben. Das Skelett heilen wir mal kurz. Und ich glaube, wir können hier oben mal ein weiteres Gefängnis bauen. Damit erhöht sich die Zahl der Skelette, die wir befehligen können, ein bisschen. Und wir können die von hier einmal auslagern. So ein Gefängnis ist berechnet nach der Zahl der Felder. Das Startfeld hat immer 2 Gefangenenplätze plus 1 pro Feld. Also hier im Moment 5 und in unserem anderen Gefängnis 3, weil es 2 Felder eben plus den einen Startfeldbonus gibt. Gefängnis. Da erweitern wir das hier nochmal ein bisschen. Die günstigste Alternative zur Kreaturenrekrutierung. Nee, du bleibst da drin, ich will nur das Gold haben. Your minions need a larger training room. Nee, ich glaube, hier unten leisten wir uns mal kurz eine Steinbrücke. Da können wir hier gleichzeitig auch alles andere mitnehmen. So. Ein Imp zum Erobern. Dann kannst du den mal... I see you have discovered a magical item. Okay, dann lässt du ihn da. Den hier hinten, die hier hinten können wir noch nehmen. Und hier hinten habe ich auch noch einen vergessen. Den sollten wir uns auch noch sichern, dass wir die zumindest einsetzen können. So, das wäre Dispels the Fog of... Oh! Ich hätte mir vielleicht mal durchsehen müssen, was das ist. Sehr gut. Hier sind nur ein paar Höhlen, nicht von Interesse. Warum immer der Pfad hier da ist. Vermutlich wurde er nicht ganz ausgefüllt beim Level-Design. Hier oben ist tatsächlich nichts mehr. Hier ist noch die Heldenfestung. Hier sind noch die magischen Gegenstände, die wir gesehen haben. Da gehen wir jetzt mal als nächstes rüber. Und dann brauchen wir gar nicht den Vordereingang nehmen, sondern können den Helden durch diesen einen Pfad da hinten in den Rücken fallen. Ah, I see you have discovered a magical item. So, dann können wir die Brücke wieder abreißen, die brauchen wir nicht mehr. Hier hinten ist auch nichts mehr. Den werden wir sowieso nicht brauchen, weil die Kreaturen so ganz glücklich sind. Das nutzen wir mal kurz. Heilung. All of new minions. Gut, dann machen wir das mal so. Und ich würde mal sagen, wir machen hier hinten auf und rennen den mit Horny erstmal die Bude ein. Danach können wir immer noch unsere Armee dort durchschicken. Aber Horny ist im Moment unsere stärkste Waffe. Wir haben jetzt natürlich auch schon inzwischen 9 Skelette auf dem entsprechenden Level. Der Trainingsraum ist jetzt nutzlos geworden. Ich lasse ihn aber trotzdem mal da, weil im Moment haben wir noch nicht das Problem, dass uns das Gold komplett ausgegangen ist. So, die Brücke kommt wieder weg hier. Jetzt hat es aufgehört zu regnen, dann kannst du mal... Kannst du hier mal erobern? Na gut, dann mache ich es eben selbst. Also wenn die Imps nicht wollen hier, dann muss man denen ordentlich mal die Hucke verdreschen. So. Ein Marsch. Send him forth to march on heroes to the northeast and bring about their doom.
Jetzt sehen wir endlich mal Horny richtig in Aktion hier. Der ist nämlich mehr oder weniger unaufhaltbar, solange wir Mana haben. Denn irgendwann fängt er an, unseren Mana-Pool so schnell leer zu saugen, dass wir da nicht gegen anholen können, dass unsere Mana-Regeneration so niedrig ist, dass Horny eben wieder verschwindet. Töten kann man den nicht. Kein Held kann das. Er taucht auch hier in unserer Anzeige auf, als Kreatur. Und wenn er uns tatsächlich zu aufdringlich wird, können wir den einfach mit dem Klaps dazu bringen, zu verschwinden. Und jetzt, guck, hier oben, minus 2000. Go on, my good and faithful friends. This fiend is yours and mine to fill it. Jetzt nimmt unser Mana noch extrem rapide ab. Auch wenn wir 900 Regeneration haben, das ist doch extrem wenig, was wir jetzt hier wieder kriegen. Your minions demand cable. Ja, dafür habe ich jetzt gerade gar nicht Zeit. Ich muss Horny beim Schlachten zu sehen. Die meisten schwächeren Kreaturen sind einfach ein Schlag und dann sind die hinüber. Und wir haben ja immer noch diese Region hier, wo wir unsere Hauptarmee losschicken können. Aber wir gucken erstmal hier ein bisschen zu. Na, kriegst du den noch? Die Hunden sind kein Problem, die lassen wir einfach da stehen. Wenn Horny sich darum kümmert, umso besser. Es dürfte gleich hier vorbei sein. Na, kriegst du den noch? Von der Zeit her dürfte das reichen, aber ich glaube, er kommt nicht mehr nach oben. Wobei, er hat noch circa 24 Sekunden. If Horny becomes too much for you to handle, a single slap will expel him from your domain. Ja, ein einziger Klaps reicht. Aber ein letzter Schlag und das war's. Bold and gutsy show, my evil friend. But more to come as Horny joins us to display the awesome power of his side and ruthless want for killing. Das war eine 1A-Randale von Horny. Wir haben nicht mal unsere Armee gebraucht, die jetzt zu stark wäre, also dass die hier irgendwelche Helden noch aufhalten könnte. Aber gut, das war mal das Experiment Horny. Einfach mal von alleine lassen und gucken, was passiert. Wie man sieht, man braucht nichts mehr machen, außer die Reste einsammeln. The combat pit offers both advanced training and brutal sport. Changes. Ha ha ha. Oh. In my long and evil existence, I have never witnessed a sight as magnificent as Horny in full killing frenzy. With your brains and his brutality, all shall kneel before us and beg for mercy. Mercy will not be given. Ja, Horny in absoluter Randale. Ein Level geschafft. Und die nächsten, da können wir es auch so machen, denn wir können Horny immer wieder beschwören. Gut, dann würde ich mal sagen, mit 41 Minuten sind wir gut dabei. Ich sage an dieser Stelle mal danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen traumhaften Tag und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge.